herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Ja, letzte Woche haben wir unser Unternehmen noch ein bisschen erweitert. Wir haben ja noch die Holzkohleproduktion uns, sollen wir unter den Nagel gerissen sagen. Auf jeden Fall haben wir hier noch investiert. Wir sind schon ein bisschen am Kohle produzieren, wir brauchen aber viel mehr Hackschnitzel. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen noch dafür sorgen. Und dann hoffe ich, dass wir hier mit Gewinn die ganze Geschichte hier erledigen können. Dann haben wir eigentlich gute Karten, dass wir endlich mal vorwärts kommen. Wir stehen finanziell gerade ziemlich gut da. Und müssen halt jetzt da mal gucken. Der eine John Deere, ich glaube der, den ich gerade habe. Der ist ja gerade nur geliehen. Jetzt sehe ich nichts, ey. Ja, so wird das auch nichts. So. Der ist nur geliehen. Den werden wir uns aber, denke ich, so schnell wie möglich dann kaufen. Der kommt ja eventuell aus einer Insolvenzmasse. Da können wir vielleicht noch ein Schnäppchen machen. Schauen wir mal. Ups, also. Ich funk mal kurz den Albert an. Albert? Jo. Ah. Hi. Wie schaut es bei dir aus auf dem Feld? Mach jetzt weiter hier mit den tiefen Lockern. Ja, ist ein bisschen mühselig, oder? Ja, das geht schon, weil er ein bisschen klein ist. Ne? Nee, ich bin am überlegen, wie viel Breite hat er? 4 Meter, gell? Sind da fast fertig mit dem Feld. Fast fertig. Ja, aber für die Zukunft kann man sich ja einen neueren holen, ne? Oder wenn du auf die Schnelle eingriffst, der ein bisschen breiter ist, ne? Okay. Ja. Ja, ich habe doch nicht nur 900. Wie viel geht denn in die doofe Schaufel rein? Gehen da nur 900 Liter rein? Nee. Gehen nur 940 Liter rein? Den Schaufel, ja. Ja, gibt es da nicht eine größere? Ja. 2000er Schaufel müsste da passen, ne? Ja, warte mal. Die hat. Ist halt die Frage, wir brauchen eine für Hackschnitzel. Die anderen können alle keine Hackschnitzel. Mist, ey. Ja, wir müssen mal gucken, was wie viel uns der neue John Deere kostet. Ist denn die Versteigerung? Heute das, oder morgen oder wann das ist? Naja, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, weil das drauf ankommt, wie das ganze Geschichtchen weitergeht. Was mit dem Kuhhof, das schadet, dass ich da keine Kohle habe. Das wär ideal. Aber was soll's. Ich bin erstmal zufrieden, wenn ich hier bin. Ja, ich denke, wir können zu zweit hier schon ein gutes Unternehmen auf die Beine stellen. Das auf jeden Fall. Läuft doch ganz gut bis jetzt, aber bin zufrieden. Ja, ich auch. Kann man doch nicht meckern. Wenn man auf dem Feld nichts zu tun hat, geht man halt mit dem Wald, ne? Ja. Ja, im Moment haben wir eine gute Aufteilung. Muss bloß jeder immer sein passendes Gerät da haben, dass wir nicht immer ausleihen müssen, ne? Ja. Der John Deere hier, der macht sich ja auch gut für einen Forst, der hat genug Power. Am Mähdrescher
Sowas, so eine ganz großen Fahrzeuge, das reicht ja, wenn man sich das ausweist. Das braucht man so selten, ne? Ja, zumindest im Moment. Ich meine, später wird man das schon hinkriegen. Ich gucke, dass ich jetzt noch ein bisschen Hackschnitzel in die Kohleproduktion reinmache, dass die heute Nacht mal ordentlich durchlaufen kann. Das ist wirklich mühsam. Also wenn genügend Geld übrig bleibt nach dem John Deere, dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht den Stapler wieder verkaufen und das mit unserem kleinen Radlader oder Frontlader irgendwas hier hinstellen. Das wäre gut. Kommt ja wieder ein bisschen Geld bei rum dann erstmal. Jetzt hier das Kupplader. Kennst du zufällig hier Manitou? Ah, der kostet halt, glaube ich, einiges, oder? Ja, der kostet 69.000. Na, das würde dann eigentlich gehen. Hier so, wir nennen es halt noch Teleskop. Ja, was kosten denn die anderen, die Frontlader? Die kosten, glaube ich, auch so rum. Der Kramer. Ja, der kostet 60. Ja. Wird 60? Aber nicht so, auch 60? Ja. Wird aber nicht so viel Power, ne? Ja, das stimmt. Also müsste man abwarten, bis man die Kohle hat, ne? Und ja, deshalb meine ich, 60.000 gehen eigentlich. Ich meine, wenn wir den John Deere günstig schießen. Ich hab hier schon was anderes, was wir vielleicht nehmen könnten vom Wald. Was denn? Immer auf Traktoren. Da wo die Traktoren sind, in den Katalog, ne? Ja. Und guck mal ganz links oben, neben den Kompakttraktoren, da ist so ein Bild. Das wäre doch was, ne? Neben den Traktoren? Neben den blauen Traktoren. Ach, du meinst den Backer? Ja, doch was, da gibt es ja auch so eine Tanke hier fürs Holz. Ja, aber ich glaube, da kommen wir nicht bei rum, weil der dann bei der Holzkohleproduktion ist ziemlich eng, da kommen wir nicht, also, kommen wir da nicht rein. Die ist nicht so hoch. Mit dem Preis, ne, das wäre dann super. Ach so, ja, preistechnisch ist günstig. Aber ich denke mal hier, der Kramer, ich denke mal, muss gucken, was da für eine Schaufel dran passt, ne? Also eine 2000 Liter Schaufel dran passt, das weiß ich ja nicht. Ja, das müssten wir gucken. Da gehen wir dann mal zum Händler und lassen uns beraten. Okay. Weiß ja nicht, ob du dann mitfahren willst. So, ich muss so immer zusehen, dass das Feld hier endlich mal fertig wird, ne? Mit den Infern hier. Was hältst du denn davon? Das kostet ja nicht viel, wenn wir uns morgen früh beim Händler ein Angebot machen lassen und ich dann noch einen zweiten Tiefenlocker mitbringe. Würde auch gehen. Dann hätten wir wenigstens doppelt, der wäre mal doppelt so schnell. Ja, das stimmt. Würde gehen, die sind da nicht so teuer, ne? Nur 10.000 oder 9.000 kostet, glaube ich, der Kuhn. Dürfen wir halt bloß nicht vergessen, die Versteigerung, ne? Ja, stimmt, dann sollten wir eher abwarten. Vielleicht ist da ja auch was dabei. So, aber läuft gut hier. Ich bin ordentlich dran mit dem Frontlader hier. Das Zeug ist halt wirklich sehr, sehr mühselig. Ich meine, es bringt uns auch nichts, wenn wir da einen Anhänger hinstellen, weil da kommen wir nicht in den Auffülltrichter rein.
Gut, den einen Anhänger, den wir haben, der reicht ja zur Not aus, ne? Ja, aber wie gesagt, der ist, die Ladekante von dem Trichter ist so hoch. Da kommst du mit dem Anhänger nicht hin. Das ist so ein kleineren holen, ne? So ein 21.000 Liter. Geht trotzdem nicht. Der Anhänger ist zu niedrig. Der Trichter ist oben, weißt du, da kommst du nur mit dem Frontlader hin. Förderband? Förderband wäre eine Idee. Das könnten wir uns dann vielleicht. Sag mal, kann man für Hackschnitzel, achso, da geht ja nur, da gehen ja nur die Bäume, ne? Oder die. Da kann man da auch hier das Werkzeug nehmen. Hier pappeln. Pappeln werden gehäckselt. Das geht auch. Kommt dann auch, glaube ich, Hackschnitzel rum. Was? Die Frage ist, kriegt man keine Ballen raus? Wenn wir da Ballen rauskriegen würden, dann wird es sich eventuell lohnen. Ja, so ist ein bisschen schlecht. Mein Grad fällt genug Abfall beim Sägewerk an. Na, Holz haben wir ja noch genug da, ne, zum Beispiel, ne, wenn alle Stränge reisen. Ja, das auf jeden Fall. Genug abgeerntet haben für das Zeug. Und dann irgendwann auch mal wieder hier pflanzen, ne? Ja. Stimmt, beim Sägewerk. Oh, stimmt, ey. Wir wollten ja vielleicht unseren Holzvorrat an den Hof legen, dass man das Waldstück verkaufen kann. Das sollte man vielleicht, aber das müssen wir dann zu zweit machen. Dass wir da vorwärts kommen. Mal einen Tag investieren, dass wir Bäume fällen und alles Mögliche, so viel wie geht, entasten. Und dass wir die ganzen Bäume zum Sägewerk bringen. Oder wir laden sie mal am Hof aus oder so. Dass sie auf jeden Fall vom Wald weg sind und dann können wir ein Waldstück wieder verkaufen. Drei Waldstücke denn? Hä? Ja, du meinst das Waldstück denn ganz oben, ne? Auf der, ja, Karte, die, ne? Fahrschule läuft ja sowieso nicht, weißt du? Ja, dann können wir die hier auch verkaufen dann. Aber stimmt, da fällt mir was ein. Muss mal gerade telefonieren. Moment. König? Hallo, Sonny, ich bin's, Volker. Hi. Hi. Du, ich wollte mal nachfragen, was für ein Traktor fährst du gerade? Ein Serion 5000, nee, Serion 4000. Warum? Du musst aber mal aufpassen, ja? Dass dich die Polente nicht anhält. Wieso? Du hattest mir mal gesagt, du hast nur einen B-Führerschein. Da darfst du nur die kleinen Traktoren fahren. Ach du Scheiße. Ja, gell? Das ist mir nämlich gerade eingefallen, weil ich habe dich letztes Jahr auch mit dem Xerion bei mir am Feld gesehen. Da dachte ich, ja, eigentlich hat er doch nur ein B. Also, kann dir da ein Sonderangebot machen? Habt ja die Fahrschule noch. Aber keine 7000. Nee. Ja, machen wir halber Preis, 3500. Dann trage ich dir Drescher und so auch noch ein. Können wir machen. Jo. Meldest dich halt morgen mal. Ja. Ciao. Ciao. So. Weißt du, was mir nämlich eingefallen ist? Der König hat doch letzt bei uns das Feld bewirtschaftet. Besät. Der war mit dem großen Xerion hier. Und er hat mir mal gesagt, er hat nur einen Klasse B-Führerschein. Der ist da gar nicht, der Xerion, den darf er da gar nicht fahren. Wenn der jetzt von der Polizei angehalten wird, dann hat er ein Problem. Oh, wow. Muss man ja wissen, ne? Ja.
Ja, ist ein Bekannter von mir. Wir sind ja zusammen auf die Schule gegangen. Deshalb habe ich ihm jetzt mal ein Angebot gemacht. Macht er bei mir den großen Führerschein, dann passt's. So, ich weiß gar nicht, wie viel geht denn hier überhaupt rein. Mal gucken. Oh Gott. 20.000 Taktschnitzel gehen da rein. Gerade mal 5.000 drin. Bis wo? Ja, schaffe ich mal noch ein bisschen was bis zur Nacht. Ich glaube, ich mache noch zwei Ladungen rein und dann gehe ich mal nach Hause. Will im Bett schlafen. Ja, wird jetzt. Du sagst Bescheid. Ja. Kannst ja dann auch mal Richtung Heimat fahren. Ein schickes Vesper hier. Ich habe so eine neue Bratwurst hey. Aus dem Glas. Die ist ganz lecker, ey. So, dann kommen wir gleich mal rüber. Ja, ich glaube. Gehst du denn? Ja, ich mache jetzt noch eine Schaufel rein. Und dann. Okay. Na ja, schon langsam los. Ich laufe zu Fuß. Ja, kannst du auch. Gut für die Figur. Könnte sein, dass ich so 2 Zentner Übergewicht habe. 2 Zentner Übergewicht, das ist aber viel. Hey, das nicht, aber war ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen zu viel ist schon da. Ja, das nicht. So. Ja, das ist halt so, ne, wenn man aufhört mit Rauchen, ne? Das ist so einfach. Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Ja, genau. Und danach kommt die nächste Seite. Dann ist er umso mehr. Gerade Moment. Moment, muss man gerade das Tor zu machen. So. Hier nämlich einen Lichtschalter. So. Hier auch. Perfekt. So, alles verschlossen. Sehr gut. Gut, an dieser Stelle, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.